lange ist es her, dass ein Motorvlog entstanden sei. Und heute ist es endlich wieder soweit. Am 23. September, glaube ich, ist heute, nach langer Zeit, ein Video auf dem Bike. Diesmal sogar auf einer kleinen Tagestour, in Anführungszeichen. Wobei der heutige Zweck gar nicht mal direkt das Tourenfahren ist, sondern eigentlich nur, ja, um diesen Motorvlog aufzunehmen und ein paar Landschaftsbilder zu machen und Drohnenaufnahmen zu machen. Ich befinde mich gerade am Tegernsee. Gestern hat es noch geregnet, heute ist wieder fahrbares Wetter. Das habe ich ausgenutzt, um hier euch ein paar Ecken zu zeigen, die man von München aus an einem Tag abfahren kann. Dazu natürlich der Tegernsee. Hier auch immer meine Empfehlung, wenn man nicht im Stau stehen möchte, über Bad Wiessee fahren. Also von Norden kommend rechts um den See. Ich fahre jetzt zu der Mautstraße am Wallberg und hinter zur Sutten. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder an der nächsten Schranke. In Rottach-Egern angekommen, gibt es jetzt entweder die von Tegernsee auskommt, die Abzweigung ins Skigebiet, oder von Bad Wiessee auskommt, hier die Abzweigung Skigebiet, Spitzingsee, Tegernsee. Da fährt man dann kurz über so eine kleine Nebenstraße auf die eigentliche Hauptstraße, was wir jetzt auch machen werden. Auf der Hauptstraße verlassen wir Rottach-Egern und fahren nach Ettenrottach. Ich korrigiere mich, Enterrottach, nicht Entenrottach oder Etten, sondern Enter, wie die Taste am PC. Aha, schönes Örtchen. Ich glaube, das ist auch sogar der letzte Ort. Ab hier geht es jetzt zur Mautstraße. Oh, die kostet sogar heute was. Verdammt. Yes, see. Nein, heute war zu schmal. Entschuldige, der muss sein. Fast den Weißen kriege ich wieder. Schau, 3 und 2 ist 5 und das Datum muss um sein. So ist ah, jo. Schönen Nachmittag noch. Ebenso. Ja, wer ich habe. Servus. Ja, hier ist der Waldboden schön rutschig. Meine Reifen jetzt nicht mehr die neuesten sind von der Profiltiefe. Muss ich natürlich bei dem nassen Laub und sowas da liegt ein bisschen aufpassen. Hier ist von der Sutten das Skigebiet, also der Lüft, auf die Pisten, fährt natürlich nichts. Weil eigentlich müsste da vorne nochmal eine Mautstation kommen. Oder er meinte nur, man wird zwar kontrolliert, deswegen soll ich meinen Zettel ins Motorrad legen, falls ich rasten möchte. Dass ich. Uiuiui. Der Hund ist ein bisschen lebensmüde, aber okay. So, und ab hier geht es jetzt hinter in die Valep. Ist im Prinzip, würde ich sagen, ein bisschen ja, was Versteckteres. Das kennt vielleicht nicht unbedingt jeder. Deswegen zeige ich euch das heute mal. Es sind sehr viele Senioren hier beim Spazieren und Wandern. Schaut euch mal hier links diese schöne gemale Wiesenuhr. Scheinbar ist hier ein Bushäuschen oder so. Die Leute gucken alle mal sehr irritiert, wenn sie mich sehen. Was tut er denn da? Ist das überhaupt erlaubt, hier Motorrad zu fahren? Ja, hier ist jetzt ein spezieller Weg. Wie ihr seht, das Schild, das hier verboten ist, überklebt. Das heißt, wir können hier ohne Probleme durchfahren. Da unten geht der Wanderweg entlang. Ist auch ein See und einige Radfahrer, wie man sieht. Schön feucht die Straße, ne? Es ist heute vielleicht nicht das schönste Wetter, um hier zu fahren. Aber das macht gar nichts. Also enges Sträßchen, ich würde sagen hier für zwei Motorradfahrer oder einen Autofahrer von der Breite her. Ist ja manchmal mal in der GoPro-Perspektive nicht so ersichtlich. Hier wäre natürlich jetzt auch eine Drohnenaufnahme geil.
wobei ich es hier auch schon sehr putzig finde, wie man hier in diesen kleinen Hütchen vorbeikommt. Wird scheinbar auch noch fleißig gebaut hier. Oder was auch immer die davor haben. Ein bisschen Bart von links nach rechts verschieben. Das ist eine wunderschöne Strecke. Und ich meine auch jetzt im Herbst, klar, oder ist eine Kuh. Jetzt ist natürlich nicht das schönste Sonnenwetter, damit die Bäume schön glänzen, aber trotzdem ist es hier wunderschön. So eine kleine, verschnörkelte Straße. Kennen viele bestimmt nicht. Ich glaube, viele Motorradfahrer waren hier noch nie. Klar, ist eine Sackgasse. Aber echt super geil. Super geil. Auch hier kommt jetzt, glaube ich, nochmal so ein Stück, wo man an dieser Felswand entlang eiert. Also Sutten. 5 Euro für Motorradfahrer, wenn man, wie ich, jetzt komplett hinterfährt. Je nachdem kann es aber auch mal sein, dass keine Kontrolle da ist, also keine Mautstellenbesetzung. Dann kann man da auch umsonst hinterfahren. Hatte ich auch schon mal. Tatsächlich heute das erste Mal, dass ich dafür zahle. Wunderschöne Straße. Picknicken kann man hier natürlich auch. Dann sagt man, fährt hinter, nimmt sich was mit, hockt sich irgendwo hin. Hier links kommt jetzt so ein kleiner Bach, den man versetzt folgt. Hier steht auch immer noch mal die Warnschilder, Omnibus-Gegenverkehr. Also man muss hier schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht blind durchheizt. Da warten auch schon die ersten auf den Touristenbus, die Wanderer. Ah ja, vor mir sind die zwei Radfahrer. Es könnte sein, dass es die zwei waren, aber da waren sie echt schnell. Also ich meine, ich fahre ja mit dem Motorrad hier entlang und die auf dem Fahrrad. Klar, sie haben E-Bike, aber trotzdem waren sie echt zügig, die zwei. Respekt. Hier auch nochmal eine schöne Stelle, kann man auch schön Fotos machen. Mit dem Fluss, mit der Felswand hier, super schön. Ah, und da kommt der Bus. Perfekt an einer Stelle, wo er mich vorbeilassen kann. Ja. Und hier biegt der Bus links ab, also hier geht's links zum Spitzigsee. Was ist denn hier los? Filmdreh oder Glasfaserkabelverlegung? Also hier, genau, da geht's zum Spitzigsee. Wie gesagt, verboten. Wir fahren jetzt hier mal weiter und fahren noch bis zur Valep hinter. Das ist die Sackgasse. Da vorne auch schon. Genau, kommt eh nicht mehr viel. Und da war früher mal ein Lokal, das ihr hier seht. Aber nicht mehr in Betrieb ist, glaube ich. Es parken zwar immer wieder Autos hier, wie man sieht, aber es ist nicht, ja, nicht mehr im Betrieb. Ja, das war die Mautstraße zur Valep hinter. Die Valep ist, wie gesagt, dieses Haus hier oben. Ist ein Gasthof mal gewesen, jetzt aber nicht mehr in Betrieb. Und ja, ab hier kann man dann Richtung Österreich zum Wandern weiter Mountainbiken oder zu Fuß weitergehen, was viele machen. Kann man also auch hier parken. Ja, ich finde es aber eigentlich eine ganz schöne Strecke, um sie auch mit dem Motorrad mal zu erkunden. Kostet wie gesagt 5 Euro, wie ich gerade schon 20 Mal gesagt habe. Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal hierher fahren. Lohnt sich im Sommer. Fotos, Picknicken oder einfach die Natur genießen. Wir fahren jetzt noch weiter an die nächste Mautstraße, die es hier in der Ecke gibt. Ich bin gespannt, ob sie euch schon bekannt ist. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder on the road. Zurück an der Kreuzung sind wir jetzt wieder in Rottach-Egern, im Ortskern. Fahren wir da jetzt links, wenn der Opa das auf die Reihe kriegt. So, und jetzt also Fahrtrichtung, als würden wir gerade von Tegernsee, also von der Ortschaft kommen. Links der Wallberg, zu dem wollen wir jetzt. Dazu müssen wir aber erst nach Rottach-Egern rausfahren und dann kommen wir zur Abzweigung zur Wallbergbahn. Hier ist das Schild und hier geht es links weg zur Wallbergstraße.
da wo der Hyundai rauskommt. So. Ich finde aber, wenn man hier aus der Gegend kommt oder hier oft vorbeifährt, sollte man die kennen oder zumindest auch mal gefahren sein. Es gibt auch von Grip ein recht cooles Video mit Walter Röhr, oder Röhrl, wie der heißt, wo sie hier im Winter mal mit zwei irgendwie Allrad Porsche oder was auch immer da, Audi R8 hochballern. Ist auch, glaube ich, ein Teil der Tegernseer Bergrallye. Das ist so eine Oldtimer-Rallye, die hier ab und zu veranstaltet wird. Also ist eine so gesehen historische Straße, die man, wie gesagt, mal befahren sein könnte, sollte, hätte müssen. So, hier ist also jetzt die Station zur Wallbergstraße. Da ich die Straße tatsächlich relativ unspektakulär finde und für 4 Euro im Vergleich, bei dem anderen habe ich gerade 5 Euro gezahlt und konnte halt ewig viele Kilometer hinterfahren und hier geht es nicht, fahre ich sie jetzt nicht. Ich bin sie schon mal gefahren. Wen es also interessiert, der kann sie gerne fahren und mir dann berichten, wie er sie findet. Ich finde die Straße tatsächlich für 4 Euro derb überteuert und unspektakulär. Es sind nämlich, glaube ich, nur vielleicht 4 Kilometer. Man fährt hier auf einem Stück nach rechts hoch und dann wieder eine Kurve und wieder zurück. Genau, deswegen diese Straße jetzt also nicht in dem Video, aber jetzt wisst ihr, wo sie ist und vielleicht hat der ein oder andere auch da mal Interesse, sie zu erkunden. So gesehen, dann habt ihr noch die Überraschung, sie selber mal abzufahren. Wie ihr seht, haben sie auch mit Steinen schon alles abgeschränkt, sodass man da auch als Motorradfahrer sich nicht vorbeimogeln kann. Also nicht, zumindest nicht einfach.